Hallo, guten Morgen zusammen. Mein Name ist Harald Schärfer. Guten Morgen. Ich heiße Sie in unserem Unternehmen herzlich willkommen. Mhm. Frau Johann, mit Ihnen würde ich gerne beginnen. Ja. Frau Hesse, ich lasse Sie im Moment hier sitzen. Meine Frau ist schon unterwegs. Okay. Und die wird sich jetzt gleich um Sie kümmern. Super. Okay? Ja. Bitte schön. Mhm. Gott, was ist denn hier passiert? Um Gottes Willen! Frau Hesse, hören Sie mich! Echte Polizisten im Einsatz. Die Ruhrpottwache. Wer hat uns gerufen? Ich war da. Okay, gut, wir kommen sofort zurück. Was habt ihr für uns? Die junge Dame ist drin auf der Toilette vorgefunden, hat eine Kopfplatzwunde. Das Problem ist nur, auf der Toilette lag eine Leine. Ah, warte mal. Ja, bisschen was gefunden. Ja. Tabletten und, ja, das ist nicht, ich nehme an, das ist ein bisschen Koks. Ist nicht von ihr? Ja, sie behauptet immer die ganze Zeit, ist es nicht von ihr? Ja. Da war ein. Wir gucken erstmal, wir haben noch nicht ganz komplett untersucht, nur schon mal raus, ja, weil es alles beengt wird. Ja, hallo, schönen guten Tag. Hallo. Polizei Duisburg. Sie haben uns gerufen, können Sie uns jetzt erstmal erzählen, was hier vorgefallen ist? Ja, kann ich. Mein Name ist Harald Schärper, ich bin der Inhaber des Unternehmens hier. Die Frau Johann und die Frau Hesse waren heute zu mir zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Ich war gerade mit dem Gespräch mit der Frau Johann fertig. Da kam meine Frau und wir haben sie dann in der Damentoilette gefunden. Okay, und da war sie, Sie haben sie vorgefunden? War sie denn? Ich habe sie vorgefunden. Also sie war, ich habe meinen Mann dazu gerufen. Da lag das sie auf der Toilette verteilt. Ja. So, wie nennt sich das heutzutage? Also so eine Leine. So eine Leine, genau. Also da war schon alles präpariert. Und das war, so hat lacht und die Tabletten. Die hat, glaube ich, sogar noch was in der Hand gehabt. So ein Päckchen irgendwie. Die Polizeikommissare Sabrina Wildschrei und Jan Yildiz ermitteln. Das Ehepaar betreibt mehrere Kindertagesstätten. Die beiden Frauen haben sich dort als persönliche Assistentin des Chefs beworben. Unterdessen kommt das Opfer langsam wieder zu sich. Haben Sie es eben mitbekommen? Sie sollen irgendwie Drogen konsumiert haben im Badezimmer? Ich hab keine Drogen genommen. Ich würde keine Drogen nehmen. Ja, also jetzt, wie es für uns aussieht, ne? Sie wurden aufgefunden. Okay, was ist gerade los? Ich guck mal. Komm mal bitte ganz kurz. Zwei Verbrennungen. Das sieht aus wie Verbrennung. Aua. Krass. Wie von so einem Taser, oder? Ne, so. Ja. Haben Sie irgendetwas gespürt? Können Sie sich vorstellen, wie das zustande kommt? Ich weiß es nicht. Schon, und das am Kopf her? Sie sagten ja gerade, dass Sie definitiv die Drogen nicht konsumiert haben, ne? Aber schauen Sie mal, ich sehe hier unter Ihrer Nase, sehe ich hier auf jeden Fall Koks, also augenscheinlich Koksreste. Ich nehme keine Drogen. Die Erzieherin wird sich im Krankenhaus einem Drogentest unterziehen. Noch vor Ort untersuchen die Beamten, ob sich in dem Tütchen tatsächlich Drogen befinden. Ah, guck, positiv, ne? Handelt sich okay, um Kokain. Gut, dann stellen wir das jetzt einmal sicher. Da muss die Spusi mal alles Weitere gucken. Aber schau mal, wenn sie sagt, sie sagt es nicht. Und wenn wir dann wirklich aus dem Krankenhaus dann irgendwie erfahren, dass da keine Drogen im Spiel waren jetzt in ihrem Körper, dann das muss ja irgendjemand hier. Ja, vor allen Dingen muss ja irgendwer mit dem Taser gekommen sein. Also ich denke schon, dass da noch irgendwer Drittes dabei war im Badezimmer. Werbungsgespräch mit Streiterin, vielleicht die mal ein bisschen in Mangel nehmen. Ich sagen. Was hätte dann der Chef oder die Chefin davon, weißt du, wenn wir jetzt hier auftauchen? Ja, gar nichts. Na, fragen wir sie einfach mal, ne? Gucken, okay, wie sie reagiert. Lass uns das einmal kurz sicherstellen. Wegen der Vorwürfe. Ja. Möglicherweise hat die zweite Bewerberin den Täter beauftragt. Er sollte ihre Konkurrentin aus dem Weg räumen, indem der Verdacht gestreut wird, die junge Frau konsumiere Drogen. Sie sagten ja, dass Sie im Bewerbungsgespräch waren, genau, oder? Also Sie waren, während das passiert ist, waren Sie in einem Gespräch? Richtig, genau. Okay. Ich habe mich hier auf eine Stelle beworben. Und, ja. Ja, war jetzt und sah gut aus mit der Stelle, oder? Ja, ich war die erste Wahl, oder bin die erste Wahl. Also, okay. Okay, und woran machen Sie das fest? Aufgrund meiner Qualifikation. Also ich bin und die andere Mitbewerberin, kennen Sie die irgendwoher? Also kennen tue ich sie nicht. Wir haben uns nur vor dem Gespräch ein bisschen unterhalten können und
Also rein von ihren Qualifikationen bin ich die bessere Wahl. Woher wissen Sie denn, was sie für Qualifikationen hat? Weil wir uns unterhalten haben vorher. Okay. Und, ja. Beide Bewerberinnen sind zertifizierte Erzieherinnen. Da die 33-Jährige zusätzlich eine abgeschlossene Ausbildung als Bürokauffrau vorzuweisen hat, hält sie sich für qualifizierter. Herr Schärper, Frau Schärper, dann erstmal danke. Das ist für Sie. Okay. Ich würde jetzt einfach mal Egon Bescheid geben, dass wir mit auf die Wache kommen. Ja. Dass Sie dann auch einmal mit auf die Wache mitkommen. Warum wir nehmen Sie einmal kurz mit. Warum soll ich denn jetzt mitkommen? Also wir können Sie mal kurz aufklären. Für uns haben wir jetzt hier gerade auch einen Anfangsverdacht, dass Sie vielleicht auch was damit zu tun haben könnten. Warum soll und um ich das Ganze, ja, Sie bewerben sich beide auf eine Stelle und dann auf einmal ist die Mitbewerberin, liegt mit einer Leine und einer Platzwunde am Kopf und einer Wunde an der Hüfte auf der Toilette. Das gemacht haben? Das klären wir ja gleich. Das klären wir. Das heißt, wir sagen ja nicht, Sie waren es auf jeden Fall. Und dazu wollte ich nämlich noch kommen. Und Sie beide bitte ich nämlich auch noch mal selbstständig auf die Wache zu kommen. Also wenn es geht, den Laden einmal kurz schließen und dann bitte kommen, weil das ist schon was Schwerwiegendes und wir müssen jetzt hier herausfinden, was hier genau passiert ist. Ja, deswegen einfach kommen und Sie nehmen wir dann einfach mal mit auf die Wache. Das ist für Sie B und entlastend. Ne, da sollten Sie wissen. Die Polizisten bestellen ihre Kollegen von der Spurensicherung zum Tatort, um auf der Toilette nach weiteren Indizien zu suchen. Auf der Wache übernimmt die Kripo die weiteren Ermittlungen. Während Kriminalhauptkommissar Norbert Meinert die tatverdächtige Bewerberin befragt, hat sein Kollege Kriminalhauptkommissar Hans Röntenberger bereits neue Erkenntnisse. Habt ihr denn irgendwie schon getestet? Ja, ich habe den Bericht schon hier. Demnach ist da zwar Koks gefunden worden, aber nicht im Blut. Das ist eigenartig. Ne? Das hat sie auch beteuert, die ganze Zeit. Ich war es nicht. Ich habe nichts gemacht und ich würde auch keine Drogen nehmen. Ja, sie wirkt ja jetzt auch nicht so, als ob sie wirklich auf Drogen ist. Nein. Ist ja schon... Dann muss ihr das ja irgendwer unter die Nase geschmiert haben, oder so. Sieht so aus, als wenn da Fremdeinwirkung irgendwie bei ist. Ja. Ne? So jetzt vom ersten Verdacht her. Ja. Und? Ja, ich schätze Sie glaubwürdig an. Ja? Schon. Sie ist seriös für mich. Ja, vielleicht war sie ein bisschen zickig auch vorher, kann sein, aber jedenfalls hier seriös. Und? Ja, Alibi hat sie ja auch, ne? Sie hat ja auch beim Chef gesessen, oder? Sie war während der Tatzeit offensichtlich beim Chef. Trotz des Alibis gilt die 33-Jährige noch nicht als unschuldig. Sie darf die Wache nicht verlassen. Die Kripo-Kommissare stehen am Anfang von schwerwiegenden Ermittlungen. Im Moment haben wir gar nichts großartig. Wir haben eine verletzte Person, wir haben Kokain da rumliegen. Also Kokain wurde offensichtlich eingesetzt, aber im Blut ist nichts. Das ist das, was für uns die Sache so ein bisschen kurios aussehen lässt. Ja. Ob da Fremdeinwirkung im Spiel ist oder sogar tatsächlich, ob es hier um eine Auftragsgeberei heißt, das heißt, ob die Bewerberin jemanden beauftragt hat, die Mitbewerberin auszuschalten. Möglich ist im Augenblick alles, ne? Ja. Das Opfer konnte inzwischen die Klinik verlassen. Zusammen mit dem Kita-Betreiber und seiner Frau beobachtet es die Vernehmung ihrer Konkurrentin hinter dem venezianischen Spiegel. Dabei erhöht Norbert Meinert den Druck auf die Tatverdächtige. Jetzt mal raus mit der Sprache. Haben Sie sich doch was überlegt? Ich brauche mir nichts zu überlegen. Was soll ich mir denn überlegt haben? Ja. Ich habe mir nichts vorzuwerfen und ich habe mit der Sache nichts zu tun. Ich war im Vorstellungsgespräch und fertig. Ich habe zu keinem Zeitpunkt geglaubt, dass Sie mich belügen und dass Sie bei einem Vorstellungsgespräch so einen Freiheit an den Tag nehmen. Ist alles gut. Danke. Für mich war die Sache eigentlich klar, dass ich dorthin gehe, mich vorstelle, ich habe die besseren Qualifikationen. Sie haben die besseren Qualifikationen, aber Sie waren noch richtig scharf auf den Job. Kann es ja theoretisch auch sein, dass Sie sich gedacht haben, bevor irgendjemand anders den Job kriegt, kriege ich den. Und da setze ich alles dran und da setze ich unter Umständen sogar die Karte, dass ich eventuell jemanden beauftrage, meine Mitkonkurrenten auszuschalten. Also ich... Nee. Doch. Nein, also das würde mir im Traum nicht einfallen. Vor allem, warum sollte ich das tun? Welches Motiv hätte ich? Ja. Sowas habe ich gar nicht nötig bei meinem Lebenslauf. Also entschuldigen Sie mal bitte, ich habe eine ausgebildete Qualifikation, ich bin fachlich absolut kompetent, ich habe eine Erzieherausbildung, ich habe eine Ausbildung für im Büromanagement, habe in leitender Position gearbeitet und dann also brauche ich bestimmt nicht irgendjemanden anheuern, der sowas macht oder... Die Dame ist ja viel besser als ich, qualifiziert. Ja, das kann schon sein, dass die Dame jetzt eher qualifiziert ist wie Sie, aber ich lege eben halt auch auf andere Sachen Wert als nur auf den Lebenslauf. Okay. Sprich, Loyalität, Sympathie, Aufrichtigkeit, das sind Sachen, die für mich extrem wichtig sind. Aber ich habe dir schon gesagt, die andere, das wäre es gewesen. Die Person, die da auf der Toilette gefunden wurde, kannten Sie die vorher schon?
Nur vorher im Vorgespräch. Davon nicht, keine Beziehung gab es jetzt. Nein. Die 33-Jährige bleibt dabei. Sie ist unschuldig. Norbert Meinert beendet die Vernehmung, um sich mit seinem Kollegen auszutauschen. Ein guter Plan, denn Hans Fröndenberger hat Neuigkeiten. Du sagst, das war ziemlich glaubhaft. Aber sie wirkte glaubhaft auf dich. Ja. Okay. Das, was ich mitbekommen habe, kann ich auch nur so bestätigen. Was mir jetzt gerade aufgefallen ist, als die Frau Hesse, also die Mitbewerberin, gesagt hat, ja, sie haben sich ja offensichtlich schon entschieden für die. Die hat ja eine viel bessere Qualifikation. Da sagte die Frau, die Chefin, genauso sehe ich das auch. Und da dachte er, ja, für mich kommt es aber auf ganz andere Dinge an. Unter anderem, also Loyalität sprach er an, unter anderem Sympathie. Ja. Und während er mit ihr sprach, hat er ziemlich zärtlich die Hand auf ihre Schulter gelegt, also auf die der Mitbewerberin vom Opfer. Und da hat die Frau Schärper vielleicht ihrem Mann einen Blick zugeworfen. Weiß ich habe den jetzt so gedeutet, sag mal, da ist doch mehr im Spiel als nur hier Loyalität oder sowas. Also irgendwas stimmt da nicht. Ich weiß nicht, ob er da irgendwie krumme Sachen vorhat mit ihr oder was. Ich weiß es nicht. Der Verdacht der Kripo-Kommissare? Die Ehefrau des Firmenchefs wollte die junge Frau aus dem Weg räumen. Sie entlassen die unschuldige Bewerberin und haken bei der 55-Jährigen nach. Wo waren Sie zum Zeitpunkt, als dieser Vorfall passierte, diese Verletzung? An der Tankstelle, da war ich tanken. Ach, Sie waren tanken? Haben Sie sich bei Ihrem Mann zum Tanken abgemeldet? Ist das bei Ihnen so üblich oder wie ist das passiert? Ich wusste ja Bescheid. Ich habe ihm mal gesagt, ich werde mich wahrscheinlich verspäten. Ja. Was ich jetzt noch gerne wissen würde, haben Sie noch andere Angestellte, die zum fraglichen Zeitpunkt noch vor Ort waren? Nee, aber ich kann Ihnen beweisen, dass ich an der Tankstelle war. Ja? Wie können Sie das beweisen? Ich lasse mir noch mal eine Quittung geben. Die Uhrzeit auf der Quittung beweist, die Frau war zum Tatzeitpunkt tatsächlich tanken. Noch ehe die Beamten den Täterkreis weiter eingrenzen können, unterbricht ein Anruf die Ermittlungen. Gregor, tut mir leid, ich kann gerade nicht. Wer ist Gregor? Ciao. Gregor ist unser Sohn. Ach so. Arbeitet der Sohn auch in der Firma mit? Ja, aber der war heute Vormittag außer Haus. Der hatte noch einen Termin außerhalb. Alles klar. Der Kollege hat mir vorhin gesagt, als ich die Vernehmung gemacht habe mit der anderen Dame und Sie mit ihm hier im Raum waren, dass es dann, ein bisschen merkwürdig aussah, ne? Wie doch Sie ein bisschen körperlich mit der Mitbewerberin oder dem Opfer dann geworden sind. Inwiefern? Kann ich Ihnen genau sagen, und das habe ich auch meinem Kollegen so gesagt, was ich da empfunden habe, als ich das gesehen habe, wenn jemand eine Frau gar nicht kennt, und das ist eine Bewerberin für einen bestimmten Job in der Firma des Mannes. Dann erwähnten Sie, dass Sie auch auf andere Fähigkeiten sinngemäß Wert legen, nicht nur auf Qualifikation. Und dabei, darf ich das mal bei Ihnen machen? Dabei haben Sie die Hand auf Ihre Schulter gelegt, auf Ihren Arm. Und der Blick Ihrer Frau, den ich dann auch wahrgenommen habe, der war nicht gerade sehr positiv. Im Gegenteil. Den Blick hatte ich also schon mal wieder. Oder noch mal wieder. Ich weiß nicht, was sie dabei denkt. Keine Ahnung. Aber dann. Möchten Sie dazu noch was sagen? Nein, möchte ich nicht, danke. Okay. Seien Sie mir nicht böse, wenn ich Sie frage, aber könnten Sie uns beide eventuell entlassen? Ich habe meinem Sohn Gregor versprochen, ihn heute noch bei der Projektwoche oder bei meiner Projektarbeit zu unterstützen. Da beide Ehepartner ein Alibi haben, dürfen sie gehen, sollen aber erreichbar bleiben. Die Beamten wollen derweil mehr über das Verhältnis des Opfers zu dem Firmenchef erfahren. Als wir vorhin in dem Raum dort drüben waren, da hat er sie so ein bisschen an den Arm gefasst, gestreichelt. Das klang für mich, oder das sah für mich so aus, als wenn sie sich schon ewig kennen würden, so wie eine alte Freundin. Ne? Sie haben den Mann erst das erste Mal jetzt gesehen an dem heutigen Tag? Ja, genau. Und auch einmal mit ihm telefoniert, als er sie zum Gespräch eingeladen hat? Ja, sonst genau. War kein Kontakt da? Nein, er war immer sehr freundlich zu mir. Freundlich? Ja, hat mir auch Komplimente gemacht, aber jetzt nichts Plumpes oder so. Also nicht aufdringlich. Absolut nicht, nein. Sie hat nicht das Gefühl, dass er was von Ihnen will, um nein, es mal klar zu sehr, sagen. Nein, sehr, sehr freundlich. Hm? Aber sonst würde ich das nicht behaupten. Haben Sie noch ein Momentchen Zeit? Ein paar Minütchen habe ich. Ja, dann würde ich Sie bitten, noch mal vielleicht ein Viertelstündchen oder so draußen zu warten, falls wir noch mal Rückfrage haben. Die Kriminalisten haben inzwischen die Spurensicherung am Tatort beendet. Sie wissen nun auch, wie die Tat vonstatten ging und haben diese für die Kripo-Kommissare nachgestellt. Und hat mit der Fläser hier zugeschlagen. Und so ist dann das Opfer gefallen. Warum die Kopfverletzung rechts? Genau. Und ich vermute mal ganz stark, er ist Linkshänder. Denn normalerweise als Rechtshänder fasse ich mit der linken Hand an den Kopf und stoße mit rechts zu. Von daher, wie gesagt, die starke Vermutung, dass er eben Linkshänder ist. Hermann, da hast du recht.
Wie sieht es denn aus mit der, wollen wir uns mal im Büro und mal die Homepage von der Firma angucken? Da haben wir noch gar nicht drauf geguckt. Die irgendwelche Mitarbeiter noch dabei sind oder keine Ahnung. Richtig. Irgendwelche schrägen Typen, die da arbeiten. Kann das sein, ne? Machen wir. Der Täter muss sich in dem Gebäude ausgekannt haben. Offensichtlich stammt er also aus dem Umfeld der Firma. Der Blick auf die Homepage bestätigt den Verdacht. Das ist der Sohn, der da vorhin angerufen Gregor, hat. Gregor, da steht's. Ja. Mhm. Mehr Mitarbeiter sind da nicht drauf, ne? Nee, da steht ja, wer wir sind. Die haben ja auch beide gesagt, mehr Leute waren ja auch nicht in der Firma, als das passierte, ne? Mhm. Was ein bisschen komisch ist, oder auffällig finde ich jedenfalls, wenn du mir seine Hand anguckst, du Hammer. Wie er den Stift hält, das ist doch... Links. Links? Links. Das passt, das könnte gut hinhauen. Das ist irgendwie schlüssig mit der linken Hand. Ist auf jeden Fall für mich ein verdächtiger Mann. Ja, aber was ist sein Motiv? Weiß ich nicht. Das können wir erst rausfinden, wenn wir mit ihm gesprochen haben. Schauen wir mal hin, ne? Ich habe einen Anruf von Herrn Schärper bekommen. Ich soll zu seinem Privatanwesen kommen. Er möchte gerne mit mir reden. Bitte? Was, Herr Schärper? Herr Schärper, ja. Ich sollte zu ihm. Während wir hier drin waren? Ja, vor 2 Minuten hat er mich angerufen. Ich soll zu ihm kommen. Was haben Sie gesagt? Dass ich das mache. Okay, dann machen wir das. Also, wir sind gerade auf dem Weg dahin, weil wir uns mit dem Sohn unterhalten möchten. Die Kripo-Kommissare müssen auch ermitteln, ob der verdächtige Sohn die Tat alleine geplant hat. Schon kurz nach ihrem Eintreffen am Wohnhaus der Familie in Duisburg-Wedau werden sie Zeuge eines Streits und erfahren dabei auch das Motiv des 25-Jährigen. Gregor, hast du den Elektroschock aus meiner Kiste rausgenommen? Ich habe den Schrank unten im Keller geguckt und er ist weg. Mama, wie blauäugig bist du eigentlich? Kriegst du gar nichts mehr mit? Papa macht unsere Familie schon wieder kaputt. Merkst du das nicht? Für so eine unterqualifizierte Bewerberin? Wir haben das damals schon durchmachen müssen. Ich war immer für dich da. Jeden Tag. Du hattest deinen Nervenzusammenbruch. Und Vater, du warst doch gar nicht da. Du warst weg. Ich war jeden Tag bei Mama. Ich musste jeden Tag für sie auf sie aufpassen und darauf achten. Du warst doch gar nicht da. Hast du die Frau gesehen, wie die da lag? Ja, und? Das ist mir doch egal. Wenn unsere Familie daran wieder. Guten Tag, die Kriminalpolizei. Guten Tag. Wir kennen uns ja schon, Sie noch nicht. Wer sind Sie bitte? Ich bin der Gregor. Der Gregor, okay. Der Sohn. Ja. Alles klar. So, das war ja ein interessantes Gespräch, was wir gerade hier mitverfolgen konnten. Ich kann's nicht. Wie weit haben Sie denn verfolgt? Das war ja ein Tateingeständnis, was Sie wollten. Das war gar nichts, Kollege. Ah! 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 Lauf hinterher! Lauf! Ach, du Scheiße! Hey! Ja, komm, lass gut sein, verdammte Scheiße hier! Der Täter hat bei seiner Flucht Hans Fröndenberger mit einem Taser verletzt. Nachdem Norbert Meinert den Mann festgesetzt hat, gilt seine Sorge seinem Kollegen. Hans, brauchst du einen Arzt? Ehrlich, so weit muss das erst kommen. Ja, ich glaube, das kriege ich jetzt erstmal hin, dass wir ihn zur Wache bringen. Dann brauchen wir die Kollegen nicht holen und warten. Ich lasse einen Arzt zur Dienststelle kommen. Alles klar. Ich glaube, so schlimm ist es jetzt nicht. Tut zwar saumäßig weh. Was sagen Sie dazu? Natürlich habe ich die Frau getasert. Was drängt die sich in meine Familie, um meinen Vater Vorlieben für junge Mädchen hat? Aha. Ich lasse mir die Familie nicht noch mal kaputt machen. Sie haben nicht nur die Frau getasert, Sie haben mich auch getasert. Ist Ihnen das klar? Ja. Das hat heftige Folgen für Sie, das kann ich jetzt schon versprechen. Ja gut. Ist ja jetzt nicht mehr gekommen. Frau Schäfer, mit Wolte und so kommen wir nicht weiter. Warum haben Sie die Frau eigentlich hierher geordert? Ja, weil ich durch den heutigen Tag mit ihr noch mal reden wollte. Ja, klar, reden. Durch den heutigen Tag? Ich bin noch nicht alleine mit ihr hier. Du bist hier, er ist hier. Er tut gerade so, als würde ich mich mit ihr ganz geheim treffen. Ja, sag mal, da gibt's ja keinen anderen Ort. Ich meine, ich hab dir gesagt. Nein, es gibt keinen anderen Ort, weil ich gesagt habe... Mal etwas ruhiger hier, dass wir auch was verstehen. Frau Schärper, macht er das öfter, dass er Mitarbeiterinnen oder zukünftige Mitarbeiterin nach Hause bestellt? Klar, vor 5 Jahren auch schon. Aha. Hierher? 5 Jahre. 5 Jahre. Die Geschichte war längst erledigt. Ja gut, aber das ist ja nur das, was die wissen. Die sollten ihr aktuelles Verhalten mal überprüfen, Herr Schärper. Ich glaube, dann haben sie mehr Frieden in der Familie, wenn das überhaupt noch geht. Fass es einfach nicht. Okay, wir fahren. Ich fass es einfach nicht. Mensch, Junge. Hans, da vorne liegt noch das Gerät. Kannst du es noch mal einstecken? Also wenn ein Kollege verletzt wird, da ist man natürlich, also mir geht es dann so, da fühle ich den Schmerz direkt mit. Ja. Und das ist so eine Sache, die geht gar nicht, ne? Und im Grunde hat er noch Glück gehabt, dass er sich jetzt nicht gewehrt hat. Sonst weiß ich nicht. Ich war schon ganz schön wütend. Also mir tut es heftig weh. Ich hoffe, dass das jetzt irgendwann nachlässt. Ich muss auf jeden Fall zum Arzt. Ich weiß nicht, was der macht, keine Ahnung.
Der kriegt eine Anzeige natürlich, die schreibe ich voller Überzeugung dieses Mal. Also das kann man wohl. Ich habe schon viele Anzeigen geschrieben, aber jetzt kriegt er wirklich Ärger. Das Opfer hat sich wieder erholt und inzwischen auch eine neue Stelle gefunden. Der Täter wird wegen Verstößen gegen das BTM-Gesetz, gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt.